Hallo und willkommen zum neuen Food Hall mit Wochenplan. Heute am Montag. Ich hatte ja vor, das jetzt meistens immer montags einzubinden, so wie ich es schaffe halt, ne? Eigentlich immer, aber manchmal kommt da halt einfach was dazwischen. Ich habe jetzt auch heute Morgen schnell einen Wochenplan geschrieben und auch die Einkaufsliste, weil ich das gestern nicht geschafft habe. Ich starte jetzt erstmal, heute gibt es die Mienudeln mit Hähnchen, die ich ja schon letzte Woche machen wollte. Hatte das Hähnchen zum Glück eingefroren, also kein Problem. Morgen habe ich jetzt Rucola-Tomatenhähnchen aufgeschrieben, wieder Hähnchen. Ja, vielleicht auch nicht so die gute Wahl. Mal gucken. Also ihr wisst ja, wie immer ist das so bei mir, bei Wochenplan kann das auch noch variieren, dass ich da spontan ummodel, umstrukturiere. Also muss nicht unbedingt dann an dem Tag sein. Dazu gibt es dann Reis. Dann habe ich aufgeschrieben, Mittwoch Nudelsalat mit Frikadellen. Mir reicht der Nudelsalat eigentlich so, weil ich mache den ja mit Fleischsalat. Aber ja, die Kinder und der Patrick essen schon gerne auch eine Frikadelle dazu. Deswegen habe ich jetzt diese fertigen Frikadellen geholt. Die sind mega lecker. Dafür mache ich mir echt die Arbeit nicht. Ich weiß, Frikadellen gehen super gut auch selber zu machen. Aber da habe ich einfach keinen Bock drauf. Abgesehen davon, dass ich diese Fleischmatsche eklig finde. Donnerstags Schafskäseauflauf mit Hackfleisch ist das und Kartoffeln, sah super lecker aus. Hatte ja letzte Woche zweimal Schafskäse gekauft, der ist auch noch da. Freitag habe ich jetzt mal Ofenlachs aufgeschrieben, ich habe aber jetzt auch noch keinen Lachs geholt, das halte ich mal noch offen, ob wir das machen oder nicht. Und Samstag, Sonntag habe ich jetzt erstmal noch nichts. Ich habe aber Spätzle gekauft, Schupfnudeln, morgen soll es auch so warm werden. Obwohl ist der Nudelsalat eigentlich gut. Mal gucken. Also vielleicht machen wir uns am Wochenende auch nur so ein bisschen Behelfsessen. Ich weiß auch gar nicht, ob dieses Wochenende irgendwas geplant war. Weil jetzt das Wochenende waren wir auch komplett unterwegs. Habe ich auch nichts gekocht. Deswegen ist es nicht schlimm, dass ich da jetzt nichts eingetragen habe. Ich war heute bei Lidl. Seit Ewigkeiten wieder. Ich glaube, also zum Wocheneinkauf zumindest. So gehe ich ab und zu schon mal nach Lidl, weil der halt immer auf dem Weg zum Kindergarten und zurück liegt. Ist hier ziemlich nah. Penny ist noch näher, aber Lidl ist ja ein Katzensprung. Bezahlt habe ich 99 Euro, Moment, 28. Ich habe ja hier wieder den Kassenbon in der App. Bei der App gab es auch wieder ordentlich Rabatte. Ich starte jetzt einfach mal mit den Bananen. Das sind 4. Ich habe aber noch 2 mehr. Die Kinder haben sich direkt jeder jetzt eine Banane genommen. 1,38 Euro. Wir hatten jetzt letzte Woche gar keine Bananen und die wurden direkt vermisst. Also kaufe ich jetzt erstmal wieder jede Woche Bananen. Dann haben wir eine Zucchini für 53 Cent. Rucola 99 Cent. Den anderen Rucola, den hatte ich meinen Eltern gegeben, als abzusehen war, dass wir das nicht kochen werden und der sonst hier eingeht. Habe ich den dahin gebracht. Die essen den gerne mit ein bisschen Dressing und Tomaten als Salat. Ich auch, aber sonst hier keiner und wäre da trotzdem schlecht geworden. 3 Gurken für jeweils 59 Cent, Gurken, 69 Cent, sorry. 10 Cent teurer geworden. Gurken sehen momentan aber auch wieder okay aus. Letztes Mal hatte ich ja so eine richtig dicke. Diesmal sind sie nur okay, aber teilweise hatten wir ja Gurken, die waren ja katastrophal. Plattpfirsiche für 2,39. Die sahen auch sehr lecker aus. Ich hoffe, die sind auch sehr lecker. Plattpfirsiche gehen hier sehr gut weg, wenn sie gut schmecken. Für 2,69 Euro habe ich hier so Bio-Kartoffeln. Die sind halt wieder ziemlich klein gewesen, deswegen habe ich die genommen. Wir brauchen halt nicht so einen 3,5 Kilo Sack oder 2,5 Kilo. Das ist immer viel zu viel. Dann habe ich einmal hier die Cantaloupe-Melone. Die hatten wir schon öfter. Die ist innen drin so ein bisschen orange. Die ist einfach super lecker. 2,40 Euro. Kinder mögen die auch gerne, deswegen habe ich die jetzt geholt. Letztes Mal hatten wir eine Wassermelone, letzte Woche. Dann noch rote Paprika für 1,11 Euro und das war es dann auch vom Obst und Gemüse. Dann ist gerade Eis im Angebot für 1,66 Euro. Einmal hier dieses Big Sandwich, essen wir alle gerne. Und dann habe ich einmal diese gemischten Kaktuseis geholt, weil die lilanen Kaktuseis sind hier sehr beliebt. Auch 1,69 oder 66 meine ich. Mit der App aber nur. Ohne die App Normalpreis 2,69 glaube ich. Nein, 3,99 sogar. Wow. Dann habe ich zweimal hier die fertigen Frikadellen. Die sind wirklich super lecker. Fast wie selbstgemacht. 2,29. Ich mag nämlich eigentlich die fertigen Frikadellen nicht. Aber die schmecken mir gut. Und den Kindern auch. Da ist das auch okay. Dann habe ich hier einmal so ein XXL-Pack Schupfnudeln und ein XXL-Pack Spätzle für jeweils 2,49. Kinder essen super gerne Schupfnudeln mit Ei.
Oder ja, Spätzle mit Ei könnten wir eigentlich auch mal machen. Oder ich mache einfach wieder Käsespätzle damit. Ich denke, ich werde die halbieren, die Packung, und 2 Tage hintereinander dann zum Abendbrot oder so. Oder wenn es mittags jetzt nur eine Kleinigkeit gab, irgendwie so. Gucken wir mal, dass wir das irgendwie einbauen. Griechischen Sahnejoghurt für 1,29. Einmal den geriebenen Gouda für 1,99. Dann habe ich 2-mal Kochsahne für jeweils 89 Cent. Ich glaube, die hatte ich noch gar nicht von Lidl. Ich habe keine haltbare Sahne gefunden, aber die ist ja auch eh besser, wenn man die auch direkt braucht, dann ist es ja egal. Milka-Schokolade war im Angebot für 77 Cent. Habe ich mal hier so 6 Tafeln mitgenommen. Ich glaube, die packe ich gleich mal im Kühlschrank. Im Wohnzimmer ist es immer sehr warm, aber auch wieder nur mit der Lidl-App im Angebot. Ansonsten 1,49 eine Tafel. 2-mal die Blümchensalami für jeweils 1,39. Die war auch irgendwie 10 Cent günstiger als sonst. Putengeschnetzeltes war auch im Angebot für 2,79. Einmal die Leberwurst hier, feine Leberwurst für 1,49. Die wird hier sehr gerne gegessen. Den Fleischsalat für den Nudelsalat für 1,79. Dann habe ich einmal den Monte nachgemacht gekauft für 99 Cent. Letztes Mal hatten wir den echten, der war im Angebot, glaube ich. Der normale, also der echte Monte-Joghurt-Pudding kostet 2 Euro noch was. Also total teuer eigentlich im Vergleich. Ist ja das Gleiche. Hier an die Monte-Esser unter euch. Schmeckt der anders? Also meine Kinder merken den Unterschied nicht. 2 Mövenpick kalte Kaffee für 99 Cent. Der war im Angebot. Da habe ich auch mal 2 mitgenommen. Einmal Frischkäse für 1,49. Dann habe ich noch als Mittagessen eine Pizza zum selber belegen für 1,59. Können wir mal gucken, wann wir die machen. Das wäre auch so eine Sache, wenn man mal Samstag oder Sonntag den halben Tag unterwegs ist, kann man da abends noch Pizza belegen. Dann habe ich hier so einen riesen Heinz-Mayo. Wir essen ja viel Mayo, deswegen geht hier ja auch schnell weg. Die kostet regulär 6,49 Euro. Mit der App gab es die jetzt für 2,99. Ja. Die normale Heinz-Mayo kostet 3,29, die nur halb so groß ist ungefähr. Dann gab es bei Lidl, ich hatte ja mal bei Netto so ein Glück mit den Rabattcoupons, aber bei Lidl gab es jetzt von meinem Müsli Ariel-Müsli. Wir hatten ja schon Schneewittchen und König der Löwen mit diesem 15% und 10% bei Netto mal gekauft. 6,99 ist online auch teurer und ja, habe ich jetzt mal mitgenommen, weil wir lieben Ariel. Die Kinder lieben im Moment auch sehr Müsli mit Joghurt. Habe ich gedacht, da freuen die sich. Barilla Macaroni für 99 Cent. Die waren irgendwie aus dem Angebot noch über. Da waren noch so andere, so ganz dünne Spaghetti. Die heißen aber anders Cappellini oder so. Weiß ich nicht. Die mögen wir nicht so gerne. Und dann habe ich hier noch die Kilopackung Spaghetti mitgenommen für 2,29. Ist dann jetzt nicht so ganz so im Angebot. 1,15 dann ungefähr. Also, weil die anderen Packungen sind ja immer nur 500 Gramm und das ist eine 1-Kilo-Packung. Da achten manche auch nicht drauf. Meine Freundin zum Beispiel hat mich mal gesagt, boah, wie teuer, 2,29 oder keine Ahnung, irgendwas über 2 Euro. Und da habe ich gesagt, ja, du kaufst sie im Angebot für 99 Cent im 500-Gramm-Paket, ist ja dann kein großer Unterschied. Ja, und dann hat die das überhaupt erstmal gecheckt, dass das verschiedene Größen sind. Dann habe ich 3-mal hier die Bärenmarke Hamilch, die war im Angebot für 99 Cent. Ist mir aber auch als erstes ins Auge gestochen, deswegen habe ich sie genommen. Ich denke, da tut sich nicht viel zu der Eigenmarke. Ja, habe ich 3 Stück mal mitgenommen, weil wir hatten jetzt ein bisschen Milcharmut. Ich musste heute meinen Kaffee schwarz trinken, weil die Olivia jetzt wieder morgens immer einen Kakao möchte. Den rühre ich aber an, weil wir hatten mal irgendwann Pulver geholt. Dann haben die ein bisschen Smacks gegessen die Tage, Müsli mal mit Milch und zack, war die Milch weg. Dann habe ich hier mal so ein... schmeiß weg. Sahnekäserad mitgenommen, da ich habe zufällig den Sahnekäse entdeckt, weil ich die Sahne gesucht habe, die haltbare Schlagsahne. Ich liebe Sahnekäse, die Olivia auch, aber 2,29 kostet so ein Rad, finde ich schon relativ teuer, weil man da ja auch immer mit ein so einer Ecke nur eine kleine Schnitte vollkriegt. Also die Rosalind hatte vor ein paar Tagen Müsli gesehen, was sie haben wollte. Deswegen habe ich jetzt nochmal hier so ein Schokomüsli, war auch im Angebot für 2,49.
Die kam nämlich mit so einem Müsli an und 5 Euro irgendwas, da war auch Schoko drin. Die achtet halt noch nicht so auf Preise und da gibt es ja echt große Unterschiede. Köln ist auch immer ziemlich teuer, aber die waren im Angebot für 2,49. Habe ich gedacht, freut sie sich gleich vielleicht. Dieses Ariel-Müsli ist ein bisschen mehr auch mit Erdbeer und so, ein bisschen fruchtiger und das andere ist jetzt halt mit Schoko. Ah ja, noch mehr, weil die Kinder im Moment so viele Müsli und Cornflakes essen. Die Olivia wollte hier letztens diese... Von Nestle allerdings, dieses Lion, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie es heißt, kostete 5,89, meine ich. Und da habe ich gesagt, nein, auf gar keinen Fall. Das ist ja immer auch so eine halb so dicke Packung. Und wir haben den Schrank ja auch jetzt nicht mehr so voll, muss ich ehrlich zugeben. Die Smacks sind ziemlich geräubert und dann haben wir auch nur noch diese Zimtdinger. Das ist halt Geschmackssache, die kann man nicht immer essen, finde ich. Deswegen habe ich das jetzt auch nochmal genommen für 2,79. Werde ich gleich direkt eine, da sind ja mal 2 Tüten drin, eine Tüte umfüllen in so einen leeren Behälter, haben wir nämlich, weil irgendwas leer gegangen ist. Und dann wird die sich hoffentlich freuen. Im Moment essen die Kinder nicht so gerne oder die Rosalind ja schon immer nicht gerne Brot, Toast. Und deswegen können die dann morgens sowas frühstücken. Ohne Frühstück finde ich immer schwierig. Vor allem letzte Woche hatten sie ja Tenniscamp und da will man die ja auch nicht ohne Frühstück losschicken. Tomi Mayonnaise für meinen Nudelsalat, 2,19 Euro. Da hatte ich ja auch irgendwann mal gefragt, ob da überhaupt ein Unterschied ist zu der normalen Mayo, ja ist. Vom Fettgehalt wohl anders und deswegen ist auch der Geschmack dann anders. Ich habe ein Sixpack Almdudler geholt, ist aber noch im Auto. Da war eine Flasche 1,11 Euro. Patrick hat nichts mehr zu trinken. Ich weiß, der mag gerne Almdudler. Habe ich gedacht, anstatt ich jetzt wieder Spreit hole. Holen wir jetzt mal Almdudler. Dann habe ich hier noch 2 von diesen rosanen Red Bull mitgenommen. Die sind ja Zero Sugar und Wildberry Geschmack. Die sind mega lecker. Die waren im Angebot für 85 Cent. Da habe ich mal 2 mitgenommen, weil ich ja gestern schon Bock drauf hatte. Dann habe ich 2 so kleine Fladenbrote hier mitgenommen. 89 Cent jeweils. Für heute Abend, weil ich habe vorgestern Aioli geholt. Roggenknäckebrot. Letztes Mal war es nämlich falsches Knäckebrot und das wird hier ziemlich gerne gegessen mit Käse oder Salami. 1,39. Ich packe es jetzt aber erstmal hier rein. Sandwich Toast darf trotzdem nicht fehlen. 1,29. Und dann habe ich Küchentücher, 8 Rollen für 4,69 €. Ziemlich günstig, muss ich sagen, weil Küchentücher sind ja immer sehr teuer eigentlich. Da war, glaube ich, aber auch wieder irgendwas mit der App günstiger, meine ich. Steht aber nicht drauf. Toilettenpapier gab es hier mit Rosen. Da sind Schmetterlinge auf der Verpackung, aber ich glaube auf dem Papier nicht. Mit Rosen für 3,99 €. Musste auch mit, weil wir ja immer gerne buntes Toilettenpapier haben. Machen sich auch Leute darüber lustig in meinem Freundeskreis. Aber ja, wir mögen es gerne dann fröhlich auf der Toilette. Ja, das war der Einkauf. Ich finde, ich wollte erst nicht nach Lidl, weil ich so den Eindruck habe, rückblickend, die Einkäufe bei Lidl immer sehr teuer sind. Jetzt muss ich aber sagen, war ich dann doch überrascht, fand den Einkauf jetzt nicht so teuer. Weil ich habe dieses teure Müsli, dann noch ein Müsli und Cornflakes, was ja immer viel schon ist, Zewa, Toilettenpapier und trotzdem den ganzen Wocheneinkauf erledigt. Für jeden etwas, auch süß. Ich habe eigentlich an alles gedacht, viel Obst und Gemüse auch und bin unter 100 Euro geblieben. Zwar nur knapp, aber trotzdem. Ja. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert unseren Kanal, schreibt mir auch gerne in die Kommentare. Egal was, irgendwas über die Produkte oder über euren Einkauf, würde mich auch mal interessieren. Hoffentlich bis zum nächsten Video. Tschüss!